Silla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 256. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und bei der aktuellen Schlagzeile verkomme ich vollkommen darin, ob ich jetzt gerade in einem Special oder in einer Folge bin und muss das jetzt immer ganz intensiv nachschauen. Aber wir sprechen die Intro zusammen ein, also bist du nicht in einem Special. Das stimmt, das sollte mir eigentlich einen Hinweis geben. Aber jetzt haben wir wieder eine ganz normale, reguläre Hoaxilla-Folge mit einem Thema, was auch immer wieder mal gewünscht wird. Heute mal nicht gruselig, sondern mehr so UFO-esk. Das habt ihr natürlich am Titel schon gesehen. Und das wird ja auch immer wieder gewünscht. Und schöne Grüße an den Fred H. aus H. Der hat sich das insbesondere gewünscht, das Thema. Der zuckt jetzt gerade zusammen, den grüße ich mal ganz, ganz herzlich. Also heute ein UFO-Thema, das wir behandeln wollen. Wir müssen ganz kurz nochmal zurück zur Marie Celeste, die da irgendwo vor den ganzen Specials von uns mal besprochen worden ist, zurückkehren, weil da Ich habe Quatsch erzählt, sag es doch, wie es ist. Und zwar, als es darum ging, die Marie Celeste, die ja ohne Mannschaft aufgefunden wurde, in den Hafen von Gibraltar zu bringen, hat die Deo Gratia da sozusagen die Mannschaft aufteilen müssen. Captain Morhus musste entscheiden, wen er rüberschickt. Und ich habe im Podcast gesagt, dass er mit 4 Personen sozusagen die Marie Celeste ausgestattet hat, also einer Mannschaft von 4 Personen, also die Hälfte sozusagen der zur Verfügung stehenden Besatzung. Es waren aber nur 3 Personen. Also DeVoe ist rübergewandert auf die Marie Celeste und noch 2 weitere Mitglieder der Mannschaft. Und die Aufteilung war also 5-3. Was natürlich die Leistung macht, dieses Schiff sicher in den Hafen von Gibraltar zu bringen, noch größer macht. Insofern Respekt, das war sicherlich nicht ganz einfach. Ja, und ich habe leider nicht mehr im Kopf, irgendwer hatte uns auch darauf hingewiesen, genau. Vielleicht war es sogar ein Kommentar unter der Folge. Ja, YouTube meine ich. Oder ein YouTube-Kommentar, also vielen Dank für den Hinweis. Es ist für uns inzwischen ein bisschen schwierig nachzuhalten, wer uns wo überall was schickt. Damit ihr sicher geht, dass uns eure Kommentare und Anmerkungen erreichen, nutzt idealerweise echt wirklich die E-Mail info@hoaxilla.com, weil mir es immer wieder passiert, dass bei Instagram ich dann irgendwann lange nicht sehe oder wir lange nicht sehen, dass ihr uns angeschrieben habt, weil uns das dann nicht direkt angezeigt wird, wenn wir euch nicht folgen, da muss man immer ein bisschen fummeln. Also wer wirklich was loswerden will, ganz kurz, am besten info@hoaxilla.com, dann kommt es zentral bei uns an. Dauert im Moment auch ein bisschen, bis wir Zeit haben, das zu beantworten. Aber wir freuen uns da außerordentlich, wenn ihr uns schreibt, wir verlieren langsam bei den ganzen sozialen Netzwerken den Überblick und wir sind ja noch nicht mal bei TikTok. Ja, genau, das habe ich auch gerade gedacht. Wäre noch schlimmer. Das passiert so schnell auch noch nicht, glaube ich. So, und jetzt machen wir aber regulär weiter und Alexa hat eine Geschichte rausgesucht für euch und da könnt ihr dann mal wieder überlegen, ob sie stimmt oder nicht. Der Woche. In der heutigen Hoaxilla-Story begeben wir uns mit einer Polizeistreife auf die Straße und die Polizisten sind ziemlich überrascht, als ihnen ein Mann auf einmal sehr freundlich zuwinkt und das Ganze auch sehr, sehr auffällig. Die Beamten unterhalten sich dann daraufhin mit diesem Mann und erfahren, dass sie sich wohl kennen und der Mann sagt nämlich, ja, ihr habt mich doch vor 6 Jahren verhaftet. Die Beamten kontrollieren daraufhin den Ausweis des Mannes und stellen fest, dass der leider noch Schulden bei der Justiz hat, erhebliche Geldschulden. Und weil er an Ort und Stelle nicht bezahlen kann und leider auch keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, wird er verhaftet. Das heißt also, der Mann ist verhaftet worden im Prinzip, weil er die Polizei zu freundlich gegrüßt hat. Das ist natürlich auch irgendwie bitter. Leicht skurril. Ja. Wenn es denn stimmt, genau, und es keine erfundene Geschichte ist, das wirst du uns natürlich am Ende erklären. Ja. Thema der Woche. Ja, zugeschaltet ist uns jetzt und darüber freuen wir uns sehr, André Kramer. Hallo André.
Ja, hallo zusammen. André, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber du bist Pressesprecher der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens GEP e.V., richtig? Ganz genau, ja. Und zweiter Beisitzer im Vorstand. Ja, die ganz treuen Huxilla-Hörer kennen dich natürlich schon. Du warst schon im Podcast zu Gast und du warst natürlich auch bei Huxilla TV schon zu Gast. Und vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wer du bist, was du als UFO-Forscher so machst und warum UFO-Forschung per se kein esoterisches Thema ist, sondern etwas, was man durchaus sehr wissenschaftlich und sogar kritisch angehen kann. Ja, na klar. Ja, ich bin André Kramer, Schleswig-Holsteiner hier im hohen Norden. Und natürlich bin ich hauptberuflich UFO-Forscher. Hauptberuflich bin ich in der Sozialpsychiatrie tätig, aber in meiner Freizeit befasse ich mich mit UFOs. Und das mache ich in der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens. Und es gibt es seit 1972. Wir sind gemeinnützig anerkannt im Sinne der Volksbildung. Und das heißt, bei uns, also als Alltagsgeschäft, ist es im Grunde genommen unser Job, UFO-Sichtungen, die uns gemeldet werden aus der Bevölkerung, zu untersuchen und daraufhin abzuklopfen, was haben diese Menschen da am Himmel gesehen. Ne? Und in dem weit überwiegenden Teil der Fälle können wir ziemlich bis absolut sicher sagen, was diese Menschen gesehen haben, also an konventionellen Stimuli. Und nur in einem kleinen Prozentsatz, der allerdings sehr, sehr interessant ist, ja, können wir eine solche Erklärung nicht herbeiführen. Und als Verein haben wir eigentlich keine Hypothese rund um diese UFOs im engeren Sinne, also diese ungeklärten Fälle, die wir jetzt so sagen, nicht, das waren Aliens oder Zeitreisen oder sonst irgendetwas, sondern die stehen erst einmal für sich als ungeklärte Fälle. Werden zum Teil auch später nochmal versucht zu re-evaluieren. Also sprich, mit etwas Abstand guckt man zum Teil nochmal drauf auf diese Fälle und schaut, ob sich da vielleicht jetzt der Erkenntnisstand so verändert hat, dass man da jetzt doch auch in die Idee kommt, was das gewesen sein könnte. Aber auch einige Fälle ja, widersetzen sich ganz hartnäckig einem solchen Erklärungsversuch. Und das sind natürlich die sehr, sehr spannenden Fälle im Grunde genommen. Das heißt ja auch, ihr seid nicht die, jetzt habe ich Alexa unterbrochen, vielleicht sagst du mal erstmal was, Alexa. Ich wäre schon vielleicht einen Schritt weiter gegangen und hätte dich jetzt nach der aktuellen Situation gefragt, wie das derzeit so ausschaut. Gibt es da Fälle, Phänomene, Dinge, die euch im Augenblick oder in den letzten Monaten besonders beschäftigt haben? Also ich könnte mir natürlich vorstellen, wir alle wissen, was gerade jetzt aktuell so in der Welt los ist, aber gibt es auch in eurem Fachgebiet Dinge, die euch besonders umtreiben? Vielleicht ordnen wir ganz kurz ein, wir nehmen das hier auf im Juli, ja. 2020 für alle, die das in 5 oder 10 Jahren genau. Hören und wir stehen immer noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, also das ist das aktuelle Ereignis und das ist natürlich die spannende Frage, hat die Corona-Pandemie einen Einfluss auf UFOs oder gibt es im Moment irgendwie interessante UFO-Sichtungen, die euch beschäftigen, das ist glaube ich die Frage, ne? Ja, Alexa nickt. Gut, habe ich richtig. Genau, ja, also es kommen also ja wöchentlich neue Sichtungen rein. Viele davon sind, sage ich mal, relativ schnell erklärt. Einige erfordern dann doch etwas mehr Detektivarbeit. Also ich bekomme es gerade von den Kolleginnen und Kollegen mit in der Mailinglist. Da wird aus einem über einen Fall tatsächlich aus dem Norden gerade heftig debattiert und verschiedene Erklärungsversuche ja versucht zu erbringen dafür oder zu prüfen. Wir hatten jetzt in der aktuellen Ausgabe unseres Journals für UFO-Forschung, das UFOF, haben wir seit längerem mal wieder einen sogenannten Good-UFO-Fall, also einen Fall, den wir uns nicht erklären können und der wesentliche anomale Charakteristika beinhaltet. Auch ein ganz spannender Fall. Also es passiert immer mal was, ne? Was für Charakteristika wären das? Die Charakteristika, dazu muss ich kurz erläutern, Das ist eine Klassifizierung von einem amerikanischen Kollegen, die haben wir übernommen. Und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren festgestellt, die ist nicht so ganz präzise formuliert. Und da arbeiten wir in einem Nebenprojekt dran, da eine Präzisierung
also unter anderem eine Präzisierung herzustellen. Wir nennen das Projekt Strangeness. Also wir analysieren ungeklärte Fälle auf ihren sogenannten Strangeness-Grad und gucken, was ist eigentlich Strangeness, ne? Um da irgendwie ja präzise Kriterien zu formulieren. Aber Strangeness ist natürlich das, was für den Beobachter und im Zweiten dann auch für den oder die Untersucher abweicht von dem Verhalten von, ich sag mal, üblichen Himmelserscheinungen. Ja. Wenn ein Licht am Himmel fliegt und zwischendurch mal blinkt, dann können wir uns relativ sicher sein, das ist ein Flugzeug. Wenn das gleiche Licht aber plötzlich im Kreis rotiert, zickzack fliegt und so weiter und so fort, also wenn da solche Eigenschaften plötzlich dazukommen, dann hat es einen gewissen Strangeness-Grad. Auch dieser Strangeness-Grad ist manchmal unter bestimmten Extrembedingungen vorstellbar. Ne? Nehmen wir mal an, jemand sieht ein Flugzeug. Einfach zu erklären, jemand sieht ein Flugzeug in der Landeposition auf sich zukommen, dann ist das plötzlich ein ganz anderes Erscheinungsbild. Für den Beobachter ist das eine völlig neue Perspektive auf ein Flugzeug und das kann für ihn sehr anormal werden. Ne? Also das Licht kommt näher, es wird größer, das Licht ist sehr, sehr hell. Also plötzlich kommen da sogenannte strange Charakteristika dazu, die er sich nicht erklären kann. Im besten Fall kann der Untersucher, also der Falluntersucher, das dann zurückführen und kann sagen, ah, okay, diese Merkmale stammen daher. Und jetzt haben wir eben diesen Fall aus Norddeutschland, der bei dem das Objekt quasi scheinbar um die eigene Achse rotiert ist. Und aktuell scheint es sich zu ergeben, ich habe das bislang nur überflogen, muss ich gestehen, dass das eventuell ein Drohnentest sein könnte. Die dort in der Gegend stattfinden. Muss ich aber noch näher mich auch reinlesen in die Äußerungen der Kollegen, muss ich dazu sagen. Das heißt aber auch in dem, was du gerade schon sagst, und um das auch nochmal einzuordnen, ihr seid nicht die Gesellschaft zum Finden von Außerirdischen. Nein. Das wird nämlich oft falsch verstanden in glaube ich, in der Öffentlichkeit, sondern ihr seid eine Gesellschaft, die sich damit beschäftigt, dass es unidentifizierbare Flugobjekte gibt zunächst mal und ihr schaut, denn dafür steht ja UFO, was könnte es für Erklärungen für dieses Flugobjekt geben und im Zweifelsfall, wenn ihr keine Erklärung findet, dann ist das im Grunde genommen auch das Ende eurer Ermittlungen oder eurer Recherche oder eurer Expertise, dass ihr sagt, wir können das jetzt nicht erklären. Da wird dann aber nicht die Klammer aufgemacht und gesagt, das sind jetzt bestimmt Außerirdische. Stelle ich das so richtig dar? Ja, so in etwa, wobei genau dieser Umstand mich persönlich stört. Also UFOs sind ja ein sehr illusives Phänomen. Ne? Also die treten spontan auf. Man kann nicht vorhersagen, wann sie wo erscheinen. Wir können das UFO, wenn wir es mal so benennen wollen, nicht untersuchen direkt. Das stellt natürlich auch jede Theoriebildung vor enorme wissenschaftstheoretische Hürden. Ja. Ich habe jetzt vor einigen Jahren mit einigen Kollegen angefangen, dass wir versuchen, über qualitative Forschungsmethoden Fragen an das Material zu stellen. Ne? Also da wird sicherlich nicht die große Erklärung für UFOs bei herumkommen oder wir haben ja auch schon Teilpublikationen draußen. Der Versuch, sie auf theoretischer Ebene diesem Phänomen anzunähern. Qualitative Forschung heißt für alle, die das nicht wissen, dass ihr nicht hunderte von Fragebögen versendet, das wäre quantitativ, sondern hier eher ja ausführliche Interviews, typischerweise macht man das ja so in der qualitativen Forschung, mit Menschen dann führt, die berichten, etwas gesehen zu haben. Genau, in diesem Fall ist es allerdings so, dass wir quasi die Fallakten haben als Interviewform. Wir haben ja in unserem Büro in Lüdenscheid Hunderte und alle, wir haben inzwischen weit über 4000 UFO-Sichtungen untersucht und alle sind sauber dokumentiert in Aktenordnern in unserem Akte X-Büro in Lüdenscheid. mit diesem Material arbeiten wir dann. Ne? Da sind die Fragebögen, da sind Telefonnotizen, da sind zum Teil auch Audioaufnahmen oder Videoaufnahmen von Interviews mit den Zeugen. All das wird dann quasi als Datenmaterial verwendet, um dann mit einfachen Forschungsfragen irgendwie eine Theoretisierung überhaupt herzustellen und zu schauen, mit welchen Methoden kann man hier überhaupt an dieses Material rangehen. Ne? Also gerade in den letzten Jahren gab es auch tatsächlich aus Nicht-UFO-Forschungsakademiker-Sicht, also aus mehreren Fachzeitschriften, die Forderung wieder,
diese ETH, diese außerirdische Perspektive bei den UFOs wieder ins Kalkül zu nehmen. Ne? Mhm. So Tim Printy zum Beispiel hatte das und nannte das sogar Local City. Und das Problem bei all diesen Forderungen, ich habe da einige gesammelt von, also fand ich ganz spannend, dass das plötzlich wieder auch im akademischen Rahmen, wenn auch natürlich nur vereinzelt zur Sprache kommt, ist, dass uns keiner sagt, wie soll man das dann eigentlich machen methodisch. Ne? Ja. Also, und ich halte das so jede Art von Deduktion oder von deduktiver Forschungslogik bei unserem Thema für sehr, sehr fragwürdig. Ne? Da ich nicht wüsste, wie wir da die verschiedenen Kriterien, die Gütekriterien auch nur ansatzweise einhalten könnten. Mhm. Weil wir eben nichts haben, was wir direkt untersuchen können. Wir haben einfach nur retrospektive Zeugenaussagen, vielleicht hier und da mal ein Video oder ein Foto. Mhm. Das langt in meinen Augen nicht, um da nach klassisch deduktiver Forschungslogik ranzugehen und da Erkenntnisse oder eine Hypothese zu bestätigen oder zu widerlegen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Mhm. Was wir vielleicht auch nochmal kurz streifen sollten, wenn wir das Thema jetzt gerade haben, ist, dass es eben nicht so ist, dass nur, und das bitte jetzt mit Anführungsstrichen hören, was ich sage, irgendwelche Spinner oder irre UFOs sehen, sondern dass es sich hier zunächst mal darum häufig dreht, dass man etwas sieht, was man sich nicht erklären kann. Und ihr versucht dann, Menschen, die sich an euch wenden, an die GEP wenden, eine Erklärung zu liefern. Auch, aber nicht nur wahrscheinlich, damit die Menschen auch ein bisschen beruhigter sind und dann plötzlich realisieren, die GEP hat recherchiert, dass, was weiß ich, ein Raketentest stattgefunden hat oder eine Hochzeit irgendwelche Ballone hat fliegen lassen. Und dann plötzlich kann ich mir selber ja auch so ein Ereignis erklären. Aber die allermeisten Fälle, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, sind Menschen, die erstmal was gesehen haben und sich das nicht erklären können. Ganz genau. Also es ist sowohl von der, also die Melder sind ein Querschnitt durch die Bevölkerung, also sowohl im Alter als auch im Berufsstand, im Geschlecht. Das ist ein reiner Querschnitt. Und natürlich sind auch die Überzeugungen der Menschen ein kompletter Querschnitt. Also von ganz nüchternen Menschen, die einfach sagen, ich habe keine Ahnung, was das war, ich bin einfach neugierig geworden, vielleicht findet ihr das raus. Bis hin natürlich zu Menschen, die schon gewisse Vorerwartungen haben. Ja? Mhm. Und unser erster Vorsitzender, Hans-Werner Peiniger, sieht sich und uns da auch immer so ein bisschen als Dienstleister im Grunde. Ne? Mhm. Für diese Menschen, die da etwas erlebt haben. Ja, wir werden das verlinken und wenn du sagst Dienstleister, dann kommt nochmal die Gemeinnützigkeit zum Tragen. Ihr nehmt da kein Geld für, sondern du hast es gerade schon gesagt, ihr recherchiert in den Möglichkeiten, die ihr habt, aber trotzdem und versucht Antworten zu finden und das kostet kein Geld. Das heißt, jeder, der was sieht, sich das nicht erklären kann und sagt, ich würde das gerne wissen, kann sich an die GEP wenden und dann, wie die Zeit es euch und all euren freiwilligen Helfern erlaubt, werdet ihr dieser Sichtung nachgehen, genau. So wie ihr das könnt. Ne? Also das Einzige, was man natürlich immer einschränkend sagen muss, ist, aufgrund der teilweise großen Fülle an Sichtungen schafft man es nicht immer sofort, also wir reagieren in der Regel sofort auf die Sichtung, aber wir schaffen es nicht immer, die Fallermittlung auch ad hoc durchzuführen. Ne? Also sprich, manch ein Melder, manch eine Melderin muss da vielleicht auch ein bisschen Geduld zuweilen mitbringen. Ne? Also manchmal geht es auch ganz schnell, aber manchmal muss man Sachen erstmal beiseite legen, ne? Weil ja das Arbeitsaufkommen größer ist als das, was wir personell und zeitlich ableisten können. Klar. Mhm. Deswegen auch gemeinnützig und kein Dienstleister. Ihr habt halt keinen riesen Personalstab, sondern vereinzelte Ermittler, die sich dann um solche Fälle kümmern, so wie es die Zeit erlaubt. Ist es denn häufig so, dass ihr so Sammelmeldungen kriegt, also dass viele Menschen auf einmal was gesehen haben, keine Ahnung, über irgendein Moor in Deutschland oder irgendwas, keine Ahnung, und dann gibt es 20 Meldungen, die alle in der gleichen Region sind, oder sind es eher dann doch so vereinzelte Sichtungen einzelner Melder? Ich würde tatsächlich sagen, es sind eher vereinzelte Melder. Mhm. Wenn es zu Sammelgeschichten kommt, dann ist es doch meistens eher so, dass die vorher durch die Medien gingen. Mhm. Also ein berühmter Fall war ja 2014, als ein unidentifiziertes Flugobjekt über dem Bremer Flughafen schwebte und diesen Flughafen lahmlegte. Mhm. Für 3 Stunden. Es mussten Flugzeuge umgeleitet werden und so weiter und so fort. Das ist auch schon wieder so lange her, Wahnsinn. Ja, 6 Jahre schon wieder. Ne? Und dann ging das natürlich durch die Medien, es war ja spektakulär. Und dann, also das kann man dann vor allem den Medien selbst entnehmen, den Zeitungsartikeln dazu, meldeten sich haufenweise Leute, die irgendwas am Himmel dann gesehen haben oder gesehen
zu haben glaubten. Oftmals, das ergibt sich relativ deutlich aus diesen Schilderungen, hat das gar nichts mit diesem Bremer UFO zu tun, ne? Also mit diesem Sichtung direkt über dem Flughafen. Ne? Aber die reine Medienmeldung sorgt dafür, dass man denkt, ach, irgendwas war doch da gestern. Und das ist dann auch gerne mal ein Anhaltspunkt zu sagen, jetzt teilt das auch irgendjemandem mit. Das könnte ja wichtig sein. Ne? Magst du ganz kurz noch sagen, was sich hinter diesem Bremer Fall verborgen hat, wenn du es kannst, bevor die Leute jetzt alle wahnsinnig werden und anfangen zu recherchieren? Also der derzeitige Stand der Flugsicherung ist tatsächlich, dass es sich um eine Drohne gehandelt hat. Ja. Ah, okay. Die dort in diesem in der Einflugschneise sich bewegte. Welche Rolle spielt für eure Arbeit die Situation im Ausland? Also ich frage jetzt natürlich schon so ein bisschen in Richtung der Situation in den USA. Also UFO-Sichtungen dort und vor allen Dingen auch die Geschichte der Erforschung des UFO-Phänomens. Hat die irgendeinen Einfluss auf eure jetzige Arbeit? Natürlich. Sie hat, der Historie unseres Forschungsgegenstandes gegenüber. Ne? Und natürlich befassen sich Einzelne damit. Es ist nicht das Tagesgeschäft. Mhm. Und ich muss auch gestehen, es gibt Sachen, also aktuelle Entwicklungen der Disclosure-Bewegung oder sowas, das muss ich nicht verfolgen. Das ist nicht mein persönlicher Schwerpunkt. Das heißt natürlich nicht, dass nicht einige Mitglieder natürlich da ihren Fokus drauf legen, auf internationale Berichterstattung. Ja, kannst du kurz erklären, was das ist? Genau, die Disclosure-Bewegung. Ja, das ist eine letzten Jahren aufgekommene Entwicklung in den USA rund um Dr. Stephen Greer, die glauben, dass das UFO-Alien-Geheimnis jetzt kurz vor der Veröffentlichung stünde. Ja, ist eine Richtung, die wir als Verein, ne, jetzt nicht unbedingt vertreten oder gar nicht vertreten. Und die wir dementsprechend auch nicht so eng verfolgen. Man liest natürlich die aktuelle Literatur, die erscheint, verfolgt das, arbeitet es zum Teil natürlich auch geschichtshistorisch auf. Es beeinflusst aber wenig das Tagesgeschäft. Kommt vom englischen Wort to disclose, ne? Also öffentlich machen, da hat die Bewegung ihren Namen dann her. Und demnächst kommen die Akten alle ans Tageslicht und dann wissen wir, wie es wirklich gewesen ist. Aber Alexa, das ist die perfekte Überleitung über das zum Thema, über das wir heute eigentlich reden wollen. Denn wir reden heute über das sogenannte Project Blue Book. Dazu haben wir dich ja eigentlich eingeladen. Und das Project Blue Book hat ja im Grunde genommen das Gleiche gemacht, was die GEP gemacht hat oder heute noch macht. Nur auf einem etwas größeren Niveau und ein bisschen militärischer. Genau, ich weiß noch genau, das ist jetzt sicherlich auch schon wieder ein paar Jahre her, aber wir sind angeschrieben worden, als wir mal wieder irgendeine Folge zum Thema UFOs oder Aliens gemacht haben, dass das Project Blue Book eigentlich der ultimative Beleg dafür ist, dass an den Außerirdischen, dass an den UFOs als außerirdische Raumschiffe etwas dran sein muss, weil sich ja schließlich die US-Regierung wirklich akribisch damit auseinandergesetzt hat. Und das hat mich damals sehr fasziniert und da habe ich mir gedacht, da musst du noch mal irgendwie näher nachgucken und dann, wie das so ist, gerät es ein bisschen in Vergessenheit, aber heute wollen wir da ein bisschen genauer hingucken. Also nicht nur die Regierung, sondern das Militär hat sich ja sogar mit darum gekümmert. Das macht es mal entscheidender, wenn die schon nachgucken. André, was hat es denn jetzt damit auf sich mit dem Project Blue Book? Ja, also das Project Blue Book war tatsächlich nicht mal das erste amerikanische offizielle Projekt zum Thema UFOs. Ja. Im Juni 1947 flammte ja diese Untertassenhysterie auf. Mhm. Das heißt, ausgehend von der Sichtung von Kenneth Arnold. Ach, Kenneth Arnold war der mit diesen Bumerangs quasi. Genau. Ne? Arnold hatte einfach diese Sichtung von mehreren Objekten, die er mit seiner Cessna dort in den Bergen rumflog. Und das wesentliche Einflussfaktor von Kenneth Arnold war eigentlich, dass er diese Objekte beschrieb als oder das Flugverhalten beschrieb wie Untertassen, die man übers Wasser glitschen lässt. Daraus wurde die fliegende Untertasse. Und das war, glaube ich, erst das Stichwort, dass die, also das war so ein griffiger Begriff, eine fliegende Untertasse. Das hat die Fantasie beflügelt, war für die Zeitungen die perfekte Bezeichnung. Damit ist das Ganze erst ins Rollen gekommen, denn wir hatten auch schon Jahre davor UFO-Sichtungen, ne? Also die Geisterraketen von Schweden 1946 und so weiter und so fort, aber der Startschuss der modernen UFO-Historie war 1947 mit dieser Sichtung von Kenneth Arnold. Hast du irgendeine Idee, warum ausgerechnet der Verweis auf fliegende Untertassen das ganze Phänomen so populär gemacht hat? Ich glaube, war das besonders griffig für die Leute? Oder?
Das denke ich. Also ich denke, es ist das eine ist die Griffigkeit des Begriffs. Ne? Das andere ist natürlich die Zeit, in der das spielte. Also wir sind in der frühen Nachkriegszeit, technologische Innovationen, anbahnender Kalter Krieg, anbahnender Run um den Weltraum, Science-Fiction-Filme, also das Medium Film erlangt größere Bedeutung. Und damit auch Science-Fiction. Ne? Ja. Ich glaube, ein Fortschrittsgedanke, Atomenergie, ich glaube, das war eine starke Aufbruchszeit, die gleichzeitig aber von Ängsten natürlich irgendwie begleitet war. Ne? Also die ersten Folgen der Umweltzerstörung wurden deutlich. Mit Hiroshima und Nagasaki haben wir gesehen, welche Urgewalt in der Atomenergie steckt. Ich glaube, dass viele Faktoren dort da zusammenkamen und das Ganze mit getriggert haben im Grunde genommen. Und gleichzeitig eben auch durch diesen Ost-West-Konflikt waren die Militärs natürlich auch alarmiert. Ne? So, also die waren auch unsicher. Und das führte 1947 erstmal zu diesem kleineren Projekt Zeichen, in dem UFO-Sichtungen untersucht wurden. Dann kippte bei den Militärs so ein bisschen die Stimmung. Die hatten keinen Bock mehr auf das Thema. Und dann kam Projekt Grudge, das war 1949. Das war so ein bisschen, lass uns das Thema mal irgendwie abhaken. Und erst 1952 ist dann ja Projekt Blue Book von gestartet. Der erste Leiter war ja Edward J. Ruppelt. Und hat dann ja doch eine langjährige Forschungstradition gehabt. Ne? Also bis 1969 wurde das ja aufrechterhalten. Mit wechselnden Leitern, die auch wechselnd eingestellt waren zum Thema. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also von eher enthusiastischeren Leitungen hin zu eher skeptischen. Das variierte immer so ein bisschen. Und daraus resultierte natürlich auch im Nachhinein die Kritik an diesem Projekt. Ja. Ja, also das Projekt Blue Book hat seit von 1952 bis 1969 tatsächlich mehr als 12.000 Sichtungen irgendwie protokolliert und untersucht. Und konnte man das quasi dort einschicken als Otto-Normalverbraucher oder wie hat das funktioniert? Wie sind die vorgegangen beim Sammeln dieser Sichtungen? Ja, wir haben tatsächlich wirklich, sind los und haben auch die Menschen interviewt. Also die haben wirklich Daten erhoben von den Zeugen. Ja. Also die haben tatsächlich, ihr habt das vorhin schon mal angemerkt, eigentlich so in eine Proto-Variante dessen gemacht, was wir heute machen. Nur natürlich also es war nie übermäßig hoch budgetiert, muss man auch sagen. Das war jetzt kein hunderte von Millionen Dollar Projekt. Ne? Das war ein kleines Team, gering budgetiert, hat ein kleines Büro irgendwo. Das klingt immer so spektakulär. Man sagt, die Air Force hat da was untersucht. Oder gab ja auch andere Projekte, England oder so. Das waren in der Regel aus wenigen Männern oder Menschen bestehende, doch das waren tatsächlich in der Regel Männer, muss man ganz klar sagen, bestehende Teams, mit auch überschaubaren Mitteln, so möchte ich sagen. Ja. Gibt es eine Aussage, oder kann man darüber eine Aussage fällen, wie viele der Sichtungen ziviler Natur waren und wie viele militärischer Natur waren, weil ja auch Testpiloten oder auch militärische Einrichtungen durchaus Sichtungen hatten, die ja auch gemeldet wurden an Project Blue Book. Kann man da was zu sagen zum Verhältnis? Das habe ich tatsächlich, also die Statistik dazu habe ich tatsächlich nicht vor Augen. Muss ich gestehen. Also es gab natürlich militärische Sichtungen, die werden sicherlich auch die größere Rolle gespielt haben, was die Priorisierung angeht. Denn da geht es ja um Verletzung des Luftraums durch Militär. Also das hatte natürlich eine höhere Brisanz, so wie es jetzt heute auch der Fall wäre. Die haben das ja auch nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern es steckte dahinter schon so der Gedanke, ist dieses Phänomen irgendwie für unser Militär, überhaupt für unser Land gefährlich? Also müssen wir jetzt irgendwie mit dieser Bedrohung zurechtkommen? Natürlich. Und auch der Gedanke einfach, kann das sein, dass die Sowjets so weit sind schon technisch, dass sie hier einfach umfliegen und wir das nicht hinkriegen. Ne? Das ist sicherlich einer der Leitgedanken gewesen. Und das wird immer relativ deutlich, wenn man sich auch so Major Keyhole, das war so einer der frühen UFO-Populärforscher, wenn man sich so seine Schriften Anfang der 50er liest, der sehr viel Kontakt zum Militär hatte, ne? Dann merkt man, dass die Strömungen sehr, sehr unterschiedlich waren. Das heißt, es gab Vertreter vom Militär, die fliegen unter Tassen, das sind vielleicht Raumschiffe und also die waren da sehr enthusiastisch. Und dann gab es welche, die gesagt haben, oh Mann, so ein Blödsinn. Und je nachdem, wer wann, wie, wo das Sagen hatte, wurde UFO-Forschung auch mehr in den Vordergrund gerückt oder versucht abzustoßen. Also es war wirklich auch von den
von der Weltanschauung der einzelnen Protagonisten abhängig. Das ist so das, was sich für mich da so ganz deutlich zeigt. Man kann ja heute Teile dieses Project Blue Books auch einsehen. Also der Freedom of Information Act hat ja dafür gesorgt, dass man da tatsächlich stöbern kann in diesen Unterlagen. Natürlich ist da sehr viel geschwärzt dann an Informationen, wie das dann so der Fall ist. Was ich mich immer gefragt habe, also das ist leider staubtrocken und Englisch und sehr viel in der militärischen Sprache, das macht, also mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, darin rumzuwühlen, so möchte ich das mal formulieren. Ich weiß nicht, wie es dir so als UFO-Forscher geht, findest du spannend oder eher auch umständlich? Naja, es ist anstrengend, ne? Aber das Gute ist, das müssen du und ich gar nicht machen. es gibt einen Kollegen, der Tim Printy, der bringt eine Online-Zeitschrift heraus, die nennt sich Sunlight. Und der hat sich zum Lebensziel gemacht, eine komplette Re-Evaluation der Blue Book-Akten vorzunehmen. Oh, Wahnsinn. Und in dieser, das ist interessant. Und in dieser Online-Zeitschrift, die er herausgibt, kommen regelmäßig seine Re-Evaluation der UFO-Akten des Blue Book-Projekts. Und er stellt dann auch immer wieder mal einige Ausgaben später Statistiken zur Verfügung, also der bisher von ihm chronologisch untersuchten Fälle mit dem Urteil der Blue Book-Forscher und seinem Stand der Dinge. Und das ist schon interessant, also er ist ein skeptischer Forscher, dass er doch im überwiegenden Teil d'accord geht mit den Blue Book-Untersuchern, also wo zum gleichen Ergebnis kommt, also selbst bei den unidentifizierten Sichtungen. Aber es sind auch einige Fälle bei, wo er ganz klar sagt, es gab eine andere Erklärung, ne? Also den er da eine natürliche Erklärung zuführt, die bei Blue Book anders benannt war. Ja. So, es ist ein sehr fleißiger Mann, spannende Arbeit, der sichtet eben jede einzelne Akte und zwar mit allem drum und dran. Okay, guter Tipp und also dann mit der Aussage auch eher seriös einzuordnen, sodass dann man sich das auch in Ruhe durchlesen kann. Absolut. Die Gefahr zu haben, da anderen Dingen nachzuhängen. Aber worauf ich nochmal weiter hinaus wollte, dann haben wir das super, dass wir darüber gesprochen haben. Aber was ich mich immer frage, wenn ich das gelesen habe, ist natürlich, es wird ja oft so dargestellt, dass die Amerikaner dieses Programm ins Leben gerufen haben, weil sie damit jetzt den Nachweis von Außerirdischen, so, also viele Menschen wollen das gerne glauben, dass das so ist. Dann gibt es natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, der Eindruck des Kalten Krieges, unter dem natürlich auch dieses Programm gestanden hat. Also die Frage, könnte es den Sowjets gelungen sein, Technologie zu entwickeln, die bis in die Vereinigten Staaten schafft, in den Luftraum der Vereinigten Staaten, von Amerika und quasi ungesehen Aufklärungsflüge zum Beispiel über uns stattfinden lässt oder noch viel schlimmer im Zweifelsfall ein Waffensystem, was das kann. Und die dritte Hypothese, die ich mir da immer stelle oder die ich mir frage, ist, wie viel hat dieses Projekt auch gedient, um vielleicht, das ist jetzt pure Spekulation, da kannst du was zu sagen oder auch nicht, rauszukriegen, wie viel die Bürger von zum Beispiel amerikanischen Testflugzeugen oder amerikanischen Tests mitbekommen zu haben, weil das wollte man ja vielleicht auch nicht nach außen dringen lassen, weil das ja wiederum die Sowjets interessiert hätte. Hältst du das für einen plausiblen Gedankengang oder sagst du, nee, das ist Quatsch? Also ich kann es mir schwer vorstellen, weil die USA, wir wissen ja alle, es ist ein riesiges Land verglichen und relativ dünn besiedelt verglichen mit seiner Fläche. Und die USA haben ihre Wright-Patterson und so weiter und so fort, ihre riesigen Luftwaffenstützpunkte, die sie eigentlich weitestgehend unbeobachtet ihre Testflüge machen können. Also die müssen nicht über bewohntes Gebiet fliegen, um ihre Flugzeuge zu testen. Das heißt, so eine Art Sammeln, was der Bürger hätte sehen können, was er nicht hätte sehen sollen, gar nicht nötig, weil die Testfluggebiete so weit abseits waren, dass wahrscheinlich der normale sterbliche US-Bürger damit gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Ja, das würde ich, ist aber auch natürlich wiederum eine reine Spekulation von mir. Das geht in meinen Augen auch nicht aus der Historie. Also viele ehemalige Blue Book-Mitarbeiter haben sich im Nachhinein ja auch irgendwie zu diesem Projekt geäußert, wohlwollend wie auch kritisch. Der berühmteste ist natürlich J. Allen Hynek. Genau, den wir auch noch ansprechen müssen, ja. Ja, eindeutig, der ja der Grandfather der UFO-Forschung ist im Grunde genommen.
der ja auch eine Hollywood-Verewigung bekommen hat. Nach seinem Vorbild wurde ja in die Begegnung der dritten Art oder unheimliche Begegnung der dritten Art einer der Wissenschaftler konzipiert. Ich glaube, er war auch Berater des Films. Und taucht, glaube ich, auch am Ende einmal im Hintergrund auf, ja, sogar. Genau, so zu sehen, ganz kurz. Ja, genau. Ja, und ich sag mal, dieser und auch andere haben sich diesbezüglich eigentlich nie geäußert in diesem Kontext. Okay, okay. Aber schon, also wirklich eine Einordnung, wahrscheinlich im Wesentlichen auch vor dem Hintergrund des amerikanischen oder des Kalten Krieges und der Frage, wie bedroht ist Amerika? Und das war ja auch, glaube ich, eines der erklärten Ziele, das Bedrohungspotenzial von solchen Objekten einzuordnen, ne? Genau, das war ja vor allem später in der Colorado oder wie man sie auch nennt, Condon-Studie der Fall, ne? Also nach Beendigung von Blue Book wurde ja die Universität Colorado beauftragt, eine UFO-Studie genau unter dieser Fragestellung. Also heißt, geht von diesen Objekten oder von diesem Phänomen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit aus? Und diese Studie wurde dann beauftragt und vorgenommen und kam zumindest durch Edward Condon zu dem Schluss, nö. Ne, es macht keinen Sinn, da weiter Geld rein zu pumpen, stellt es ein. Wird Condon und dieser Condon Report sehr, sehr unterschiedlich bewertet im Nachhinein. Das hängt damit zusammen, dass die Presse in der Regel nur dieses Resümee von Condon zitiert hat und auch gelesen hat. Das ist ja eine sehr, sehr seitenstarke Studie. Während einzelne Wissenschaftler dieses und einzelne Kapitel dieser Condon-Studie durchaus zu spannenden Ergebnissen kommen und spannende Fälle rezipieren und die nicht immer unbedingt 1:1 deckungsgleich ist mit Condons Endurteil, dem auch nachgesagt wird, dass er von vornherein gesagt hat, das ist alles Quatsch und das werde ich auch nachweisen. Soweit aber muss man auch sagen, ist das alles ein bisschen UFO-Folklore. Spricht, das ist so der Tenor, der sich durch die Literatur zieht. Ne? Auch den Condon-Report findet man inzwischen online komplett als PDF. Wer Lust hat, sich da durch die Aberhunderten von Seiten durchzuarbeiten, sicherlich spannend. Ja. Hilft der eigenen Meinungsfindung zu dieser Studie. Ja. Aber man muss sagen, diese Studie, das Ergebnis von Condon oder das Resümee von ihm hat dazu geführt, dass danach über lange Zeit zumindest keine offizielle UFO-Forschung mehr finanziert wurde. Gleichzeitig gab es. Ja, entschuldige bitte. Nee, also gleichzeitig ist es natürlich so, dass es weiter im Interesse blieb. Wir wissen das aus den freien Akten vom CIA, vom FBI. Oftmals auch unter diesem Gesichtspunkt Kalter Krieg. Ne? Also wir alle wissen, dass das gerade das FBI damals eine sehr großen, ja fast schon eine psychotische Paranoia hatte bezüglich von Kommunisten und kommunistischer Unterwanderung. Und es gibt Akten, die freigegeben wurden, die durchaus diese Spekulationen aufheben. Ne? Also sprich, könnte es sein, dass subversive Kräfte, Kommunisten, die Untertassenhysterie geschürt haben, um die Gesellschaft zu destabilisieren. Ne? Solche Fragestellungen tauchen immer wieder in den FBI-Akten auf. Und das passt durchaus zu J. Edgar Hoover und dieser Zeit und diesen Versuch der völligen Überwachung und des Schutzes vor subversiven Kräften. Gab es besonders, also du hast es eben schon angedeutet, aber welche besonders spektakulären, ungeklärten Fälle gab es denn im Project Blue Book? Ist da irgendwie einer oder sind da mehrere dabei, die wirklich so hervorstechen in der ganzen Sammlung? Ja, es gibt natürlich so ein paar, also ein paar Fälle, die spannend sind. Also spannend wird es ja da, wo, da sprechen wir heute von CE3-Fällen, also wo Nahbegegnungen stattfanden und Nahbegegnungen, wo vielleicht sogar noch irgendwelche Entitäten in der Nähe gesehen wurden. Das sind natürlich sehr, 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 sehr interessante Fälle, die auch sehr fantasieanregend sind. Obgleich, da muss man auch sagen, in den letzten Jahren immer wieder kritischere Stimmen laut geworden sind, die diese Fälle ja in Zweifel ziehen, mal mehr, mal weniger gut fundiert. Und sag mal, in den Blue Book Akten finden sich durchaus einige Klassiker im Grunde genommen. Ne? Da gab es einen Philipp Mantell-Fall, Mantell muss noch vor Blue Book gewesen sein. Nein. Der ist, glaube ich, schon bei Sign untersucht worden. Also ein Militärpilot, der als Abfangjäger hochgeschickt wurde bei einer Sichtung und dann zu Tode kam.
Heutzutage gehen wir davon aus, oder gehen viele davon aus, dass er einem Skyhook-Ballon, ist ein Hochatmosphären-Stratosphärenballon gewesen, hinterhergejagt ist und irgendwann so sauerstoffarm, dass das Bewusstsein verlor und dann abstürzte. Das war so, aber einer der ist damals auch durch deutsche Medien gegangen, durch die deutschen Zeitungen in den End-40ern, Anfang der 50er, weil das natürlich sehr spektakulär war, ne? Also ein Pilot stirbt auf UFO-Jagd, hat ein riesiges Objekt verfolgt und so weiter und so fort. Sind durchaus das ist schon fast filmreif, also ja, absolut. Wenn man das hört. Ja, also taucht auch bis heute noch in der Literatur auf, dieser Fall, ne? Ja. Und besonders zu seiner Zeit. Also ich glaube, der größte Einfluss war es tatsächlich J. Allen Hynek, ne? Also der irgendwann ausstieg und dann das Center for UFO Studies gründete. Also Hynek, muss man dazu sagen, ist Astronom oder war so ein sehr bekannter Astronom in den USA und wurde als wissenschaftlicher Berater hinzugezogen zum Projekt. Ja, und was ich so faszinierend an ihm fand, war, dass man ihm zumindest nachsagt, dass er zuerst sehr, sehr skeptisch war, was das Phänomen angeht und dann hinterher sozusagen umgeschwenkt ist und dann eher schon überzeugt war, dass da irgendwas dran sein muss, ne? Genau, also wie skeptisch er tatsächlich war, so ist das er ja also selbstreferenziell, ne? Also er selbst sagte von sich, er wäre als Skeptiker da reingekommen. Ist natürlich schwer zu überprüfen, ob das so war oder nicht. Ich sag mal, das ist natürlich auch ein schönes Argument, ne, um so die eigene Glaubwürdigkeit zu steigern. Ne? Genau, ja. Das ganz ehrlich, ich kenne das auch so eher aus der, oder ganz oft gehört aus der Ecke der Ghost Hunter zum Beispiel. Ja. Die sagen, ich bin da total skeptisch, wissenschaftlich kritisch und vielleicht sogar mit Abneigung rangegangen an das Thema. Aber dann habe ich was gesehen selber, was mich überzeugt hat. Ja, das ist natürlich auch so ein Topos, den man ganz häufig findet. Genau, also ich will das gar nicht abschließend bewerten, aber ich denke, das sollte man mit... Muss man eventuell mit einbeziehen, ne? Genau, mit betrachten, dass diese Möglichkeit besteht. Ne? Aber Hynek hat natürlich im Nachhinein, vor allem durch seine Kategorisierungen, eine nachhaltige Wirkung gehabt. Ne? Also er prägte halt diese Begriffe der Daylight Disc, der DD, der radarvisuellen Sichtung, des nächtlichen Lichts, NL, und dann die Nahbegegnung, also Nahbegegnung der ersten, zweiten und dritten Art. Und gerade durch diesen Kinofilm von Spielberg ist natürlich die bei ihm unheimliche Begegnung der dritten Art, wir nennen es Close Encounter, also Nahbegegnung der dritten Art, ja auch ein populär gebräuchlicher Begriff geworden. Also und wird auch heute noch von uns zum Beispiel verwendet, ganz klar. Also ich glaube, es gibt wenige UFO-Vereine diesen Begriff nicht verwenden. Es gibt noch ein paar andere Klassifizierungen, muss man dazu auch sagen, aber das ist schon der gängigste. Und hat er durchaus geprägt. Aber jetzt müssen wir nochmal auf eine Sache zurückkommen. Jetzt tue ich mal so, als ob ich so ein sehr gläubiger Mensch bin, der an Außerirdische glaubt. Was ist denn mit dem Robertson-Panel? Und warum hat denn Hynek dann auch an einer Desinformationskampagne mitgearbeitet? Und da war sogar Walt Disney involviert und da sollten die Öffentlichkeit doch getäuscht werden. Das ist doch alles belegt, André, dass das alles gegeben hat. Ja, absolut. Nein, also natürlich, das muss man aber so mal von diesen folkloristischen Elementen mal abgesehen, ganz klar sagen, dass die Regierung auch oder dass das einzelne Militärs auch sehr, sehr gespalten waren in dieser Geschichte. Und das ist zuweilen, ich weiß, wir wollen das heute nicht thematisieren, ich erwähne es nur am Rande, die Benevitz-Affäre, dass es auch echte Manöver gab, in denen UFO-Disinformation gestreut wurde, allerdings aus anderen Gründen. Also in denen es nicht darum ging, die Realität der Aliens zu vertuschen, sondern das eigene Projekte zu sichern, indem man Menschen unglaubwürdig macht. Also Fall Benevitz, ganz kurz angerissen, ein Physiker, Hang zur Paranoia, hatte eine Elektrofirma und nahe einer Militärbasis. Und weil er diesen Hang zu UFOs und Paranoia hatte, hat er natürlich auch Geräte gebaut, um UFOs zu detektieren. Und hat das auch gemacht, eben nahe dieser Air Force-Basis. Und hat dann auch irgendwelche Sachen da ja detektiert. Hat dann die Air Force-Basis informiert und gesagt, hier, UFO-Aktivität bei euch und tülü, tülü. Und die Militärs dachten sich, ach du Schiete, der hier detektiert hier gerade hochgeheime Projekte. Das geht ja gar nicht. Und die haben tatsächlich dann über den militärischen Geheimdienst
Die haben geguckt, was macht er so? Okay, Reisen bewegt er sich, diese Annahmen haben die. Dann haben die Dokumente gefälscht, ihm wieder zugespielt. Also, und das wurde immer grotesker, ne? Also bis hin zu Dokumenten, die beweisen, dass sie mit Aliens und zusammenarbeiten unter der Erde, unter der Basis, und da werden Kinder gefressen und also ganz skurrilen Kram. Und der hat sich immer weiter reingesteigert, der Benewitz, ist eben schlussendlich auch tatsächlich in der Psychiatrie gelandet. Und diese ganze Geschichte wurde gemacht, um das eigene Hab und Gut zu schützen, die eigenen Geheimnisse zu schützen. Aber das ist natürlich selbstständig. Ja, aber absolut. Also bis hin zu dem Punkt, dass verschiedene Motive, die dann in dieser Kampagne auftauchen, sich bis heute durch die Verschwörungsmythen-Szene graben und man immer wieder auf solche Elemente stößt. Ne? Weil das ist, also dieses hochgefährliche Vorgehen des Militärs muss man sich da halt auch mal vor Augen führen. Erstmal haben sie, so merkwürdig wie der vielleicht drauf gewesen sein mag, aber mit jemandem gespielt, der anfällig war und psychische Probleme hatte, und haben letzten Endes da auch ein Leben zerstört. Und dann haben sie natürlich auch dazu beigetragen, dass, wie du sagtest, sich solche Dinge in der Bevölkerung auch verselbstständigen. Und selbst wenn die dann eine Weile ruhen, haben wir ja jetzt gesehen, dass solche Dinge dann auch gerne mal wieder in einem anderen Kontext aufplöppen, und dann kriegst du sie halt überhaupt nicht mehr eingefangen irgendwann. Ja. Ne? Und das läuft natürlich auch völlig zuwider eigentlich dieses Robinson-Panels. Ne? Also denn man muss ja sagen, es war ja wirklich, man spricht heute ja auch von Untertassenhysterie in den USA. Ne? Das war ja wirklich eine große Sache. Und dieses Robertson-Panel, ich meine, da saßen die Jungs ein paar Tage zusammen. Ne? Also es war jetzt ja auch keine riesige Angelegenheit. Es geht hier um eigentlich ein Konferieren über ein paar Tage und Beraten. Und die haben halt gesagt, wenn wir jetzt gezielt das Ganze hier ein bisschen lächerlich machen, dann schlaut diese Hysterie auch ab. Ne? Also das war eigentlich unheimlich der nicht so gute Plan. Das war auch nicht sehr weitsichtig gedacht. Ne? Aber so darum ging es wohl einfach. Ne? Zu sagen, das geht uns jetzt ganz schön auf den Keks, und wir werden hier mit Anfragen und mit Unsicherheiten, und so können wir das Thema vielleicht zum Schweigen bringen oder abflauen lassen. Das ist aber auch ein Beleg dafür, dass die, nennen wir es mal UFO-Hysterie mit aller Einschränkung, die dieser Begriff ja hat, und der so richtig gelungen ist der ja nicht, aber so eine UFO-Hysterie, wie wir sie zu dieser Zeit erlebt haben, scheint ja zumindest aktuell nicht vorhanden zu sein. Also das war auch eine andere Zeit, was Sichtungen angeht, oder? Ich würde sagen, nicht unbedingt quantitativ. Okay. Also nein, quantitativ würde ich das gar nicht, ich kann es jetzt tatsächlich nicht beziffern, ne? Aber insgesamt kann man sagen, also wenn ich alleine uns als kleinen Verein sehe, was wir an Sichtungen reinbekommen, und das jetzt mal extrapoliere, und die UFO-Szene ist sicherlich immer noch weltweit immer noch sehr, sehr, sehr lebendig. Aber gerade in Deutschland ist es nicht mehr so medienwirksam. Ne? Okay. Das ist ja mit Ende der 90er, mit abflauender Akte X-Kultzeit auch ein bisschen abgeflaut. Mhm. Ne? Es sind einfach andere Themen mehr im Vordergrund. Das Thema wird hier auch anders behandelt als in manch anderem Land, in dem das Thema UFOs auch durchaus eine etwas ernsthaftere mediale Darstellung bekommt. Und dementsprechend ist es, also ich sag mal, auf N24, weiß ich habe seit Jahren keinen Fernseher, weil lief eine ganze Weile die MUFON-Akten und ich habe keine Ahnung was. Also zum einen natürlich, weil das günstig produziert ist, diese UFO-Sendungen sind immer günstig produziert. Zum anderen scheint es aber auch auf ein reges Interesse zu stoßen. Ne? Viele YouTuber haben sich damit ja schon fast selbstständig gemacht, irgendwie Mysteries und UFOs zu thematisieren. Das heißt, es gibt durchaus noch ein Interesse dran. Das aber nicht immer unbedingt sein Widerhall in der Medienberichterstattung. Ja, das mag sein, ja. Auch gerade das Project Blue Book hat ja gerade so noch so eine Renaissance erlebt. Der History Channel in den Vereinigten Staaten, glaube ich, hat ja eine, allerdings sind sich da alle einig, sehr fiktive Serie zu produziert. Mit Hynek auch im Mittelpunkt, also sehr reißerisch dargestellt. Alex und ich haben mal eine Viertelstunde in die erste Folge reingeschaut, mehr haben wir nicht geschafft. Also das war schon so, wie sich jetzt, sage ich mal, Lieschen Müller das vorgestellt hat im amerikanischen Militär mit den UFOs. Aber es scheint ja
zumindest, wie du schon sagst, also zumindest unterschwellig durchaus Interesse nach wie vor am Thema zu geben. Und wir merken es ja auch, also wir kriegen ja auch immer Zuschriften, die sagen, mach doch mal wieder was mit UFOs. Deswegen reden wir ja auch gemeinsam. Aber ich finde es interessant, dass du grundsätzlich sagst, die Häufigkeit der Sichtungen ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich zu den 50er, 60er Jahren. Und trotz allem hat dann, finde ich sehr interessant, die Regierung in den Vereinigten Staaten, ja auch über das Robertson-Panel insbesondere, den Impuls gab zu sagen, wir müssen da jetzt mal einen Riegel vorschieben, das wird uns zu viel. Zumindest ist also diese Häufigkeit anders bewertet worden, dann ja, zumindest in den 50er, 60er Jahren, als es da heute der Fall ist, oder? Das bestimmt. Also ich glaube auch, dass der Umgang damit anders war, ne? Also heute haben wir Social Media, ne? Also sprich, da können Leute sich untereinander austauschen. Es ist gleichzeitig öffentlich als auch privat, was da passiert. Und früher waren die Kanäle einfach andere, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass damals viele Anfragen kamen, ne? Also dass an die Militärs, an die Regierung, das FBI, die wurden angeschrieben, die gab es Anfragen. Das alles findet heute, glaube ich, auf diese Art und Weise nicht mehr statt, ne? Also im Zweifelsfall schreiben vielleicht noch ein paar Leute eine Mail, eine Anfrage, aber das ist ja eine andere Welt gewesen, ja, eine völlig andere Welt. Müsste es denn im Grunde genommen, dadurch, dass so viele Menschen jetzt ja auch Smartphones und Kameras besitzen, nicht im Grunde genommen einen Anstieg von UFO-Sichtungen geben, weil man im Grunde genommen jetzt ja jederzeit eine Kamera dabei hat? Das war ja früher gar nicht so unbedingt der Fall. Also die UFO-Fotos, die es so gab, die eindrucksvollen, waren ja dann wirklich per Zufall gerade. Eigentlich hat doch jetzt jeder immer eine Kamera dabei. Es müsste doch, wenn es ein sehr häufiges Phänomen ist, ohne zu sagen, was es denn für ein Phänomen ist, also ohne die Erklärung zu liefern, doch viel, viel mehr dokumentierte Sichtungen geben, als das früher der Fall ist. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Ich glaube ja. Also das ist natürlich ein Gedanke, den ich auch lange hatte. Und ich habe festgestellt, ich mache viel Naturwanderung, ne? Und Tierfotografie. Mhm. Und wenn ich überlege, wie oft ich ein Tier nicht vor die Linse bekomme, obwohl ich eine Kamera dabei habe, weil ich sie nicht rechtzeitig schussbereit habe. Mhm. Wenn ich mir gerade beim Handy angucke, was für eine miese Qualität die Fotos haben auf größere Entfernung. Ne? Also sie sehen ja auf dem Handy ganz super aus und dann zieht man sich die auf dem Rechner und versucht irgendein Detail ran zu zoomen und hat dann nur fühlt sich an den Gameboy erinnert. Das wird bei das wäre vielleicht was anderes, wenn jemand eine Nahbegegnung hat. Ne? Also jemand sieht, ich sag mal, ein UFO aus 10 Meter Entfernung, dann erwarte ich schon ein vernünftiges Foto mit einem Smartphone. Ja. Wenn jemand ein Licht am Himmel sieht, das sich bewegt, dann wird das Smartphone wahrscheinlich nichts hergeben, mit dem wir viel anfangen können. Ah, okay. Qualitativ. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man schon erwarten muss, dass es viele Fotos gibt und die kommen auch, lassen sich aber auch zu annähernd 100% relativ schnell auch aufklären. Mhm. Und sind dann aber auch meist keine Fälschungen? Also ich meine, das wäre ja auch... Selten. Ja, also oft sind es Linsenreflexionen, Vögel, Insekten, Orbs, also Staubpartikel, die belichtet wurden. Das ist so das Gängige im Grunde genommen. Ne? Davon am vielleicht eindrucksvollsten sind tatsächlich Linsenreflexionen. Die kann man relativ schnell ausfindig machen. Es sei denn natürlich, dass der reflektierende Gegenstand ist nicht auf dem Bild zu sehen. Ne? Aber da lassen sich über Linsenreflexionen durch eine Scheibe fotografierte Lampe, sich das spiegelt. Sieht manchmal schon spektakulär aus, muss ich sagen. Das ist dann Erfahrung eurerseits, wenn ihr euch solche Fotos anschaut, dass man das entdeckt? Das kann man auch technisch überprüfen. Okay. Also das kann man Bildbearbeitungsprojekt ganz schnell überprüfen. Da zieht man so ein paar Achsen auf über das Foto und dann kann man über den Winkel ganz klar nachweisen, dass da eine Reflexion stattfindet. Das ist auch so ein klassisches Vorgehen, wenn euch ein Foto geschickt wird und da sagt jemand, das ist ganz, ganz ungewöhnlich, dass er quasi standardmäßig solche Dinge dann auch erstmal überprüft mit solchen Achsen. Mhm. Ganz genau. Und auch verwaschene Objekte am Himmel, dass man guckt, ist es ein Vogel, kann man einen Flügelschlag aufzeigen und so weiter und so fort. Ne? Also oder ganz beliebt natürlich Folienballons, Fotos von Folienballons.
Ja, und mit entsprechender Recherche, also wir haben im UFOV so ziemlich viele Fälle dieser Art drin, in Fallberichten, mit entsprechender Recherche können die Kollegen dann zum Beispiel sogar nachweisen, das war hier gerade ein SpongeBob-Folienballon, ne? Oder Vergleichbares. Okay. Also geht nicht nur um das einer, sondern auch welcher spezifische Folienballon da auf diesem Foto, also welcher Folienballon diese spezifische Form auch entstehen lässt, ne? Die man da fotografiert. Spannend. Mhm. Du hattest ich wollte einmal noch kurz einhaken, weil du vorhin erwähnt hast, dass die mediale Behandlung des Themas in Deutschland ein bisschen anders ist. Kannst du da noch mal kurz erklären, wie die ist? Ist die besonders kritisch oder wird es eher so ein bisschen ins Lächerliche gezogen? Und gibt es irgendwie ein Land, von dem du weißt, dass die Berichterstattung da, sagen wir mal, so wohlwollender ist oder dass man da irgendwie offener mit dem Thema umgeht? Ja, also wir können natürlich einen ganz klassischen Vergleich machen, Deutschland, USA. Ne? Mhm. Also Deutschland gibt es relativ wenig, ich nehme nur noch sehr wenig Zeitungsrezeptionen zum Beispiel wahr zum Thema. Mhm. Oftmals schaffen es Dinge in die Zeitung, die eigentlich nicht der Rede wert sein sollten. Ne? Letztes Jahr die Truppe, die Area 51 stürmen wollte. Ne? Ja. Solche Dinge werden dann irgendwie prominent platziert, obwohl sie eigentlich nur einen Unterhaltungszweck dienen. Ne? Mhm. Also wenn die Zeitung so einen Bericht bringt, oh, da wollen Leute die Area 51 stürmen und Aliens finden, dann dient das nur der Unterhaltung des Publikums, aber nicht der Information. Ne? Da ist also keine Information, die für irgendjemanden von Interesse sein könnte, außer sie unterhalten zu werden. Mhm. Während andere Geschichten, jetzt kürzlich zum Beispiel, hat ja der Senat abgestimmt in den USA, dass UFO-Forschung wieder zugänglich gemacht werden soll und auch transparent zugänglich gemacht werden soll. Das hat es zum Beispiel hier, soweit ich es gesehen habe, wenig in die Medienrezeption geschafft. Ja. Ne? Das ist ein starker Kontrast eigentlich. In den USA hat aber auch wieder ein anderes Zeitungswesen. Also da erscheinen jetzt kürzlich bei den New York Times, jetzt am Wochenende, Ende letzter Woche, ein großer Artikel drin. Allerdings muss man dazu auch wissen, dass die Kolumnistin selbst die Ex-Frau eines populären UFO-Forschers ist. Ne? Okay. Ja, aber es schaffen da einfach auch größere Beiträge, dass regelmäßiger mal auch in die großen Zeitungen, als das hier der Fall ist. Scheint eine durchaus andere Betrachtung zu sein. Ja. Mhm. Inwieweit spielt denn hier jetzt mal wieder auf Deutschland gemünzt der wirkliche Glaube an Aliens noch eine Rolle? Ist das noch sozusagen ein Phänomen, was in der Bevölkerung verbreitet ist oder ist das ein bisschen weniger geworden? Naja, wir hatten ja mal diese ganz schlimme Strömung der Reichsflugscheiben, wie ich aktuell Glaube wahrzunehmen, abflaut oder abgeflaut ist schon ziemlich stark. Das freut mich sehr, weil das ja eine ganz unheilige Geschichte war. Mhm. Auch tatsächlich regelmäßig aus rechtsextremen Kreisen gefördert zumindest, ne, das durchzusetzen. Klar, UFOs und Außerirdische sind mehr oder weniger synonym in der Bevölkerung. Mhm. Ne? Aus diesem Grunde gab es ja auch von einigen UFO-Forschern immer die Bestrebungen, den Begriff UFO nicht mehr zu verwenden, stattdessen von UAP zu reden, ne? Unusual Atmospheric Phenomenon, halte ich auch für kontraproduktiv, weil wenn ich jetzt sage, wir sind UAP-Forscher, findet uns auch kein Mensch, der uns sucht. Ne? Ja. Ja, das stelle ich mir auch schwer vor. Ja. Und spannend ist einfach auch zu sehen, dass in den letzten Jahren doch immer wieder Akademiker diese Begriff, also wir haben Jahre versucht, uns zu distanzieren von dieser synonymen Werdung UFOs, Aliens, und dass jetzt eben aus völlig anderen Kreisen immer wieder diese Verbindung wiederhergestellt wird. Mhm. Also so auch von Journalisten, der Gerritsen zum Beispiel vor wenigen Jahren, und das ist schon interessant, dass da jetzt plötzlich doch ein Bedarf auch da zu sein scheint, diese Begriffe synonym stehen zu lassen. Also es war eine ganze Zeit so, das hat diesen Begriff UFO erst lächerlich gemacht, dass man die kleinen grünen Männchen gesehen hat. Mhm. Und wenn man versucht hat, so weit wie möglich von sich zu strecken, dann greifen die Menschen also auch wieder danach und suchen aber diese Verbindung.
Ne? Also unserer Erfahrung nach ist es auch so, aber das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt sozusagen, wenn wir konfrontiert werden mit Menschen, die das Thema interessiert, und das sind dann auch Menschen, die eben diese Gleichsetzung vornehmen zwischen UFOs und Aliens, dann wird die Debatte immer sehr, sehr schnell sehr emotional, weil die Menschen da wirklich an diesem Phänomen, an diesem, ja, man kann schon fast sagen, Glauben hängen. Und dann kannst du da auch, wenn du wissenschaftlich kritisch an das Phänomen drangehst, und wir haben ja jetzt wirklich in den Gesprächen mit dir gesehen, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das Thema nicht mehr interessant ist. Das ist total faszinierend eigentlich, also finde ich zumindest. Aber damit kommst du bei den Leuten dann nicht mehr so richtig an, weil die eben wirklich sehr, sehr emotional eben an dieser Gleichsetzung und vor allen Dingen dann eben auch an dem Alien-Teil des ganzen Phänomens hängen. Mhm. Würde ich so unterschreiben, ja. Ich denke, das liegt natürlich ein an der Weltanschauung, ne? Eine liebgewordene Weltanschauung, die bereichert die Welt, ne? Und der wesentliche Faktor ist, wir können das ja nicht mehr ausschließen. Ne? Ja. Also weder ihr noch, noch hochdekorierteste Wissenschaftler können sagen, es gibt kein UFO, das nicht ein Raumschiff aus einer anderen Welt ist. Mhm. Ne? Macht es natürlich auch wieder wissenschaftlich schwierig, weil es nicht falsifizierbar ist, ne? Eine solche Behauptung. Aber natürlich macht diese Sehnsucht nach diesen Freunden oder Feinden aus dem All oder wie auch immer, Brüder, Schwestern, keine Ahnung was, macht natürlich einen großen Teil des Reizes aus, ist gar keine Frage. Ich kann das auch zum Teil wirklich nachvollziehen. Es ist nur schwierig, dann das Thema zu besprechen, zu diskutieren, wenn du halt jemanden hast, der dann sehr emotional auftritt und auch Argumenten gar nicht mehr zugänglich ist. Aber die Erfahrung machen wir ja auch in anderen Bereichen. Also insofern. Ganz genau. Also ich meine, die haben wir natürlich auch jetzt in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen aktuell, ne? Also ob das nun um das Thema Klimawandel geht, um das Thema Covid-19, all diese Debatten laufen immer sehr, sehr emotional und sehr polarisiert. Da gibt es ja wenig Spielraum, sich in der Mitte irgendwie zu treffen. Ne? Das ist tatsächlich manchmal schwer, und das ist manchmal auch schwierig, wenn man in einer Diskussion eine andere Sprache spricht. Mhm. Ja. Also sprich, wenn man aus einer gewissen Logik heraus argumentiert, kann das sein, dass man gegenüber eine ganz andere Denklogik anwende. Ja. Ja, und da sprechen zwei Menschen miteinander, ohne sich gegenseitig zu verstehen. Ja, genau. Mhm. Ja, und was ich erlebe ist, wir haben ja vor einiger Zeit eine Folge über Bob Lazar gemacht. Das ist ja auch so eine Persönlichkeit, die natürlich in ihrem Wirken, ich will jetzt nicht sagen Öl ins Feuer kippt, aber ich sage es halt trotzdem. Also wo jemand zumindest mal, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, missverständliche Informationen verbreitet, uneindeutige Dinge erzählt. Ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass er nur lügt oder nur die Unwahrheit behauptet, aber sagen wir mal, sich selber auch in ein Licht darstellt, was natürlich Menschen, die gerne daran glauben würden, dass es nicht nur außerirdische Intelligenzen gibt, die auf der Erde sind, sondern dass wir sozusagen regelmäßig mit denen in Kontakt stehen und im Grunde genommen schon deren Technologie längst haben, die sind natürlich hoffnungslos verloren, wenn sie auf so einen Menschen treffen und dann alles glauben, was der sagt, und natürlich allen anderen rationalen Gegenargumenten sich dann ja auch verschließen. Also ich erlebe da oder habe da Diskussionen auch erlebt, wo ich am Ende auch ratlos war, weil ich den Eindruck hatte, dass Menschen einfach auch nicht mehr mit einem, sagen wir mal, klaren Blick sich Dinge anschauen wollen, sondern wirklich schon fast religiös verblendet sich dieses Themas annehmen. Und da habe ich auch dann ein, zwei Mal dann, wenn dann ganz abstruse Argumente kamen, dich angeschrieben und gesagt, André, kannst du mal gerade hier auf den Kommentar schauen, das einordnen, weil dann braucht man einen seriösen Fachmann, der Dinge dann wieder einordnen kann, weil man ist als Laie dann irgendwann ja auch selber raus bei dem Thema. Ja, natürlich. Also ich würde bei Bob Lazar weniger vorsichtig äußern. Ja, also in meinen Augen ein ganz, ganz klarer Betrüger und jemand, der ja das auch zu einer guten Geschäftsidee werden lassen hat. Ne? Ja. Also dieser Mann hat sich gerne ablichten lassen vor einem Ferrari, glaube ich, war es, auf dem dann auch so ein Area 51-Kürzel auf seinem Nummernschild war. Also da hat er eine richtige Show draus gemacht und ist dann in Las Vegas mit seinem Ferrari durch die Gegend gekurft. Also ganz windige Gestalt, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, ja. Und
sozusagen der seriösen UFO-Forschung sicherlich nicht zuträglich, so eine Persönlichkeit. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber sie ist natürlich immer Teil des Phänomens. Also wir können die moderne Medizin ja oder wir können der Medizin ja nicht ihre Seriosität absprechen, nur weil es auch Geistheiler gibt. Ne? Oder, ja, okay. Die Ökotrophologie wird nicht unseriös, nur weil es Leute gibt, die sagen, man kann sich nur von Licht ernähren. Ja, das ist schöner das Vergleich. Ja, das muss jeder aushalten können. Also jede Richtung muss auch die Quermeinungen aushalten können und sie kann zuweilen ja aber auch Impulse bieten. Ne? Denn ich erlebe tatsächlich diesen weltanschaulichen Aspekt auch bei radikalen Skeptikern, ganz klar. Ne? Ja. So ein Philipp Klaas oder ähnliche Radikalskeptiker, die zum Teil tolle Arbeit gemacht haben und teilweise aber auch wirklich dermaßen weit über Ziel hinausschossen, dass man sagen muss, auch da hat die Ratio irgendwann aufgegeben und der Wunsch, die Confirmation Bias hat im Grunde genommen das Ganze. Ja. Die Macht hat sich gerissen, ne? Ja, genau. Das betonen wir ja auch wirklich gerne, dass wir diesen Bias irgendwie diesen Bestätigungsfehler alle mit uns rumschleppen. Ja. Also genauso kann es mir passieren, dass ich irgendwo was lese und denke, aha, ich habe es ja schon immer geahnt, dann nicht weitergucke und dann etwas Falsches unter Umständen weiterverbreite. Also das, davor ist ja kaum einer gefeit. Und dieser Dogmatismus, den du auch teilweise in der Skeptiker Szene durchaus findest, ist ja auch nicht immer zielführend. Also da kann man ja durchaus dann auch mal sagen, wir müssten alle einfach offener miteinander sprechen. Ja, das sehe ich auch so. Also ich sehe mich immer so ein bisschen als Agnostiker in der Szene, ne? Also UFO-Agnostiker, der nicht ausschließen kann, dass da wirklich anormale Phänomene womöglich einen Rest darstellen. Mhm. Weil wir haben aber tolle Sichtungen, die mich zu dieser Überzeugung bringen, ey, da könnte mehr hinter sein. Ich werde aber eben nicht so weit gehen und eine Antwort liefern können, dann gerade ich in die Weltanschauung. Aktuell aus jeder wissenschaftstheoretischen Logik kann ich gerade kein abschließendes Urteil bilden und keine Hypothese aufstellen. Und das betrifft aber eben auch die Negierung, also die Nullhypothese im Grunde genommen. Mhm. Ja. Ja. Also zu behaupten, alle diese auch spektakulären, gut untersuchten Fälle werden irgendwann mal konventionell aufgeklärt werden, ist erstmal ein Glaubenssatz, ne? Der sich nicht unterscheidet qualitativ von dem Glaubenssatz, das waren Aliens oder. Mhm. Oder extradimensionale Lebewesen, wenn wir es jetzt nochmal aufmachen wollen, das Fass. Das wäre ja durchaus zumindest theoretisch auch denkbar, das ist noch nicht mal Wesen aus unserem Universum, sondern aus unter Umständen einem anderen Universum, das sich dimensional verschoben hat, mit unserem Universum existiert. Also auch das ist ja zunächst mal eine Hypothese, die man eigentlich nicht widerlegen kann. Man hat nur noch keinen Beweis dafür und damit muss man eben auch umgehen können. Ganz genau. Das ist ja auch eine sehr populäre, ne? Also Jacques Vallée, Astrophysiker aus Frankreich, ein sehr, sehr populärer UFO-Forscher, vertritt ja genau diese Sichtweise. Ja. Aber ja. Ich wiederum sehe sie sehr, sehr kritisch, weil sie eigentlich nur aus einem Konsistenzproblem heraus geboren wurde. Ne? Also jeder, der sagt, fliegende Untertassen sind Außerirdische, sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass die Erscheinung von UFOs, dass man ja kaum vier Fälle zusammenbekommt, wo das identische Objekt beschrieben wurde. Ja, war etwas anders, ja. Und solche Konzepte wie extradimensional oder Dr. Johannes Fieback aus Deutschland, der inzwischen verstorben ist seit über 20 Jahren, hat ja die Mimikry-Hypothese geäußert. Das sind so Notbehelfssichtweisen. Ich glaube, das musst du, glaube ich, kurz erklären. Die Mimikry, genau, was damit gemeint ist. Ja, also Mimikry bedeutet, wir kennen es aus der Natur, ne? Wenn Tiere sich ihrer Umgebung oder Fressfeinden quasi optisch annähern und selbst nicht gefressen werden zum Beispiel. Mhm. Oder wir kennen das von die Augenzeichnungen auf Schmetterlingen, ne? Die dann teilweise entfernt an Säugetieraugen erinnern. Ne? Es soll einfach andere Tiere abschrecken, damit sie nicht gefressen werden. Mhm. Dass sie getarnt sind, dass sie sich verstecken können. Und die Mimikry-Hypothese besagte damals, eine außerirdische Zivilisation wäre so weit fortgeschritten, dass sie sich unseren soziokulturellen Vorstellungen anpassen kann.
und zwar immer ihrer Zeit entsprechend. Deswegen hat man in den 50er Jahren altbackene Untertassen mit Bullaugen gesehen und heute wildschnittige Dreiecke. Und deswegen haben in religiösen Zeiten Menschen Marienerscheinungen gehabt und heute fliegende Untertassen. Ne? Also dieses Phänomen würde sich quasi den Menschen entsprechend darstellen und zeigen. In einem Tarngewand im Grunde genommen. Ich finde das insofern höchst faszinierend, weil ich jetzt das ganze Pferd von hinten aufzäumen würde und umgekehrt sagen würde, der Grund dafür ist, dass die Menschen sozusagen solche Phänomene durch ihre jeweils kulturelle und historisch existente Brille betrachten, quasi die Schablone ihrer eigenen Alltagswelt über diese Phänomene legen. Aber ich meine, solche Gedankenspiele sind ja durchaus auch mal interessant. Man sollte halt nur nicht den Fehler machen, dazu unkritisch zu sein und dann einfach solche Hypothesen zu akzeptieren, ohne sie vielleicht nochmal zu hinterfragen. Genau, zumal sie einfach zu ganz vielen Zirkelschlüssen neigen. Ja. Also ich will, jede Argumentation, die ihr mir jetzt vorbringt, könnte ich im Sinne dieser Mimikry-Hypothese umdeuten und euch entgegen. Und damit ist sie nicht mehr kritisierbar. Sie hat sich komplett immunisiert gegen jede Kritik von außen. Ne? Ja. Spannend, aber gutes Konzept eigentlich. Also wenn ich das machen will, dann ist das eigentlich eine ideale Vorgehensweise, das zu tun. Schon entspannt. Also schön, dass du das nochmal beschrieben hast. Und ich glaube letztendlich, was man, ich sag mal so, und lass mich dafür auch gerne kritisieren, der Glaube daran, dass es eventuelle außerirdische Intelligenzen gibt, also das ist einfach hochwahrscheinlich so. Erstmal das Punkt. Also das wäre ziemlich unwahrscheinlich, wenn wir die einzige intelligente Lebensform im gesamten Universum wären. So, der nächste Satz wäre, dass die uns besuchen kommen, ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen unwahrscheinlicher, aber immer noch möglich. Kann morgen passieren, dass am Hamburger Rathausplatz etwas landet und dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Und ich fände das ja auch ganz witzig, wenn es so wäre. Ich fände das hoch interessant. Das kommt drauf an. Kommt drauf an, ob die friedlich sind oder feindlich sind. Ich glaube, man sollte nur einen Fehler nicht machen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Man sollte nicht die Hoffnung auf eine bessere Welt oder auf eine Verbesserung seines eigenen Lebens daran knüpfen. Ich glaube, dann hat man ein Problem. Und das ist, ich habe es eben ja schon mal versucht zu beschreiben, das ist das, was ich manchmal rauslese an Kommentaren und E-Mails, die uns dann erreichen, die fast flehentlich sind und sagt, ja, aber ihr müsst doch verstehen, dass das real ist, weil nur so können wir den Klimawandel aufhalten oder was auch immer dann ja auch dann kommt. Und diese Technologie wird uns davor retten. Quasi weiter. Der Außerirdische als Deus Ex Machina, der uns dann irgendwie alle rettet. Oder als Jesus Christus Erlöser von mir aus, auch wenn man es religiös prägen möchte. Und ich glaube, das sollte man eben nicht tun. Ich glaube, man kann dem Phänomen tatsächlich sehr, sehr offen gegenüberstehen, aber man muss dann auch so offen sein zu sagen, vielleicht ist es auch nicht so. Und ich glaube, dann kann man, das ist, glaube ich, eine realistische Betrachtungsweise, die man für sich selber immer haben sollte. Genau, so ein Ergebnis offen, ne? Und diese Heilserwartungen ziehen sich ja auch durch das Phänomen, ne? Also gerade Anfang der 50er, diese Kontaktlerbewegung, die es da gab, George Adamski und andere, ne, die dann vor den Gefahren der Atombombe warnten und so weiter und so fort. Also das zieht sich ja auch als Faden durch die gesamte UFO-Historie im Grunde. Ne? Dass immer Heilserwartungen geknüpft waren an diese Erscheinungen. Ich sag mal, wie der Komet in vergangenen Tagen als mal als Unheilsverkünder, mal als gutes Omen gedeutet wurde, je nach Kultur, sind eigentlich alle für eine Kultur anormal erscheinende Erscheinungen, wirkenden Erscheinungen immer auch als Botschaft zu deuten. Ne? Ja. André, das war hochspannend. Ja. Wir haben gelernt, dass das Project Blue Book, was ja häufig hinter vorgehaltener Hand als der Beweis für außerirdische Intelligenzen keine Fiktion ist, sondern real ist, aber natürlich nicht ein Beweis für außerirdische Intelligenzen, die auf die Erde gekommen sind, am Ende ist. Wir werden natürlich sowohl mal die Originalsachen, die man sehen kann vom Project Blue Book verlinken. Wir werden auch das von dir erwähnte Online-Magazin Sunlight mal mit verlinken. Wer da Interesse hat, kann sich da ja dann auch mal gerne selber einlesen und sich einen Überblick verschaffen. Wir werden natürlich die GEP verlinken, dass die Leute auch hier wieder die Informationen haben, wie sie dich, wie sie euren Verein finden können. Und ich bin mal gespannt auf die Kommentare, die wieder kommen werden.
danke dir auf alle Fälle sehr, sehr dafür, dass du dir die Zeit für dieses hochinteressante Gespräch genommen hast. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was du abschließend loswerden musst, damit du heute Nacht nicht unruhig schlafen musst und sagen musst, Mist, das wollte ich noch erwähnt haben? Genau, viele Grüße an meine, nein. Das wäre sehr gut gewesen. Nein, auch ganz lieben Dank an euch. Immer wieder gerne, macht mir immer wieder Spaß. Und ja, ich hoffe auf weitere gemeinsame Projekte oder Begegnungen. Auf jeden Fall. Das wäre sehr schön, genau. André, mach's gut. Vielen Dank. Bis demnächst. Ja, bis demnächst. Ciao, ciao. Ja, immer wieder schön mit André zu plaudern und jemand, der wirklich sehr nüchtern, aber dann doch voll der Faszination das Thema UFOs sich anschaut. Ist immer wieder schön. Wir werden euch natürlich Quellen verlinken. Wir werden euch die GEP, die ist im Beitrag schon verlinkt, wenn ihr euch das anschauen wollt. Und man kann ja auch das UFOF, also das Magazin, was André angesprochen hat, abonnieren mit 6 Ausgaben im Jahr. Das könnt ihr euch ja alles mal anschauen. Und dann habt ihr auch eine Vorstellung davon, wie die Mitglieder der GEP so sind. Und jetzt müssten wir da nochmal aufklären, Alexa, ob man durch zu freundliches Grüßen auch im Knast landen kann. Ja. Die Auflösung. In der Tat stimmt die heutige Huxilla-Story und sie hat sich zugetragen in Münster und der Mann, der 33-Jährige, der durch sein freundliches Grüßen im Gefängnis gelandet ist, stammte aus Gronau und in der Tat war es eben so, dass er schon darauf hingewiesen hat, dass er mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist und von Beamten verhaftet wurde und die Kontrolle daraufhin hat tatsächlich ergeben, dass er bei der Justiz in Traunstein einen erheblichen Geldbetrag noch offen hatte, nämlich 4.100 Euro und die konnte er eben nicht zahlen und deswegen ist er in Münster im Gefängnis gelandet. Verrückte Geschichte. Blöd. So kann es laufen. Wir wollen vielleicht kurz erwähnen, dass die CDs von König Henry verlost sind. Ihr erinnert euch, der hat ja einen Song namens Huxilla uns gewidmet und da haben wir die CDs ausgelost und man kann aber die CDs bei König Henry jetzt direkt ordern, wenn man das möchte oder halt in den Streamingdiensten sich das anhören. Wir empfehlen das Album nach wie vor und weisen da noch einmal gerne drauf hin. Für all diejenigen, die sagen, die Huxilla Specials gefallen mir nicht so gut, da können wir wirklich nur sagen, dann lasst die einfach aus. Also die sind ja kostenfrei und ihr habt ja das zwar im Abo drin, aber es ist ein Angebot, dann nehmt es nicht wahr. Und nicht nur machen wir jetzt gerade die zweite Juli-Folge, sondern wir haben so ein bisschen Produktionsstau aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen will. Das heißt, es ist sehr, sehr gut möglich, dass jetzt ganz bald dann auch noch eine dritte Juli-Folge erscheint. Lang und dann, ist er nicht mehr, der Juli. Nee. Und dann sind wir aber wieder sozusagen im normalen Turnus drin von 2 Folgen im Monat. Daran ändert sich ja auch trotz der Specials nicht. Und wenn es dann richtig gut läuft, dann sind es jetzt in der Vergangenheit zum Teil ja 4 Specials im Monat plus 2 Folgen gewesen. Das heißt, die Schlagzahl von Huxilla wird natürlich insgesamt etwas größer. Es ist ein Wahn. Es ist ein bisschen ein Wahn. Es macht aber natürlich auch furchtbar viel Spaß. Und deswegen tun wir das auch. Und der Stil ist vielleicht anders als die Folgen, aber ich glaube, die Leute, die jeweils zu Gast sind, das sind ganz, ganz spannende Leute und das lohnt sich in jedem Fall, da einzuschalten, auch bei den Specials, wäre jetzt meine Empfehlung, sonst würden wir es ja auch nicht machen. Genau. Ansonsten möchten wir uns natürlich, weil sich das so gehört, nochmal wieder bei allen bedanken, die uns unterstützen. Danke an euch da draußen, ihr seid so großartig, wirklich, also ihr sorgt dafür, dass wir mit Herzblut, mit Freude und viel Elan bei der Sache sind. Und dann noch zum Abschluss ein Hinweis. Wir sind seit einiger Zeit am Planen und hin und her schieben und gestern in der Live-Sendung ist es dann auch schon einmal gesagt worden, es wird demnächst tatsächlich Huxilla Merchandise geben. Vornehmlich wird es Klamotten zum Anziehen geben und auch Tassen geben. Das ist der erste Plan, den wir so haben. Und wir kooperieren da mit Supergeek zusammen. Und wir sind gerade dabei, einen ersten Schwung, quasi eine erste Season von Shirts und Motiven zusammenzustellen und wollen da nochmal sagen, wer Designer ist, wer irgendwas macht in dem Bereich und wer sagt, ich habe eine super Idee für ein Huxilla-T-Shirt, schickt uns das bitte ein. Es wird dann, den werden wir nicht erörtern, aber es wird einen Prozess geben, bei dem dann entschieden wird, ob das Shirt im
Shop landen wird oder nicht. Und landet das Shirt im Shop, dann könnten die Designer entweder sagen, das ist meine Unterstützung für Huxilla, weil wir wissen, dass das Arbeit ist, etwas zu designen und dass Arbeit da auch was wert ist. Wir können aber niemanden tatsächlich ein Honorar zahlen. Also entweder sagt ihr, das ist meine Unterstützung, ich kann endlich was für Huxilla auch mal in dem Bereich tun. Oder aber wir teilen tatsächlich die Einnahmen, die nicht hoch sind pro Shirt. Das kann man sich alles durchschauen und ansehen. Da bleibt nicht viel über. Aber wir würden tatsächlich für jedes verkaufte Shirt dann die Einnahmen mit den Designern teilen, sodass ihr zumindest ein bisschen was davon habt. Und der Vorteil natürlich für euch alle da draußen ist, dass es nicht nur drei verschiedene Huxilla-T-Shirts gibt, sondern vielleicht irgendwann eine größere Anzahl. Und es gibt schon einige sehr, sehr, sehr coole Motive, die wir bekommen haben. Und da sind wir auch sehr, sehr happy. Also das demnächst, da kann ich noch kein Datum dran machen, aber das werdet ihr mit jedem Fall mitbekommen, wenn es dann Huxilla Merchandise gibt. Und dann haben wir das auch gemacht. Und ihr wollt das alle haben. Ich kriege das immer wieder zurückgespiegelt und Alexa auch. Mhm. Also machen wir das jetzt. So, damit sind wir am Ende der Project Blue Book Episode und gehen quasi jetzt Stantepede in die Vorbereitung, Abschluss der Vorbereitung der dritten Juli-Folge, so muss ich es ja formulieren. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, tatsächlich in diesem Fall, und bei einem Special oder bei Huxilla. Und es macht nach wie vor Spaß und es ist schön, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Alles Gute, bleibt bitte gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Der Huxilla-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.